Mit diesen isometrischen Widerstandsübungen können Sie sehr gut die Kraft der Halsmuskulatur stärken, trainieren und das in allen Ebenen. Den Druck können Sie dabei selbst wählen, bestimmen. Das heißt, wenn Sie nur die Finger aufsetzen, werden Sie sehr wahrscheinlich weniger Spannung erzeugen, als wenn Sie die Handfläche oder sogar die Fäuste zusammen mit einem Handtuch einsetzen. Sie dürfen die Position der Hände, den Winkel des Kopfes, die Position des Kopfes variieren und so auf verschiedene Art und Weise aus verschiedenen Richtungen und in verschiedenen Gelenkspositionen die Kraft zu erhöhen.